Hi, ich bin theologisch unterwegs und war letzte Woche auf dem Jahrestreffen von Männerpfade. Das sind die initiierten Männer nach Richard Rohr. Und ich habe dort ein sehr interessantes Gespräch gehabt über Persönlichkeitsentwicklung und Wounded Healer. Dieser Mann, mit dem ich da im Gespräch war, der hat das Interview mit Marascha gesehen. Das blende ich mal hier oben ein, das lange, weil Marascha da etwas erzählt hat über den Wounded Healer. Und wir waren im Gespräch dem auf der Spur, ob er ein Wounded Healer ist. Ich glaube nicht, sondern dass seine Gaben und seine, dass dieses, was da spielt, woanders liegt und dass das vielleicht bei jedem Typ woanders liegt. Und der war nun ein bestimmter Enneagramm-Typ und daraus haben wir entwickelt, was dieser Archetyp des Wounded Healers wohl für andere Enneagramm-Typen bedeuten könnte. Das werde ich nächsten Freitag erzählen, weil ich gemerkt habe, dass ich. Okay. Gekommen. Das ist Salbei fürs nächste Wochenende für die Jahreskreisgruppe. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte das Enneagramm vorstellen. Heute ist Mittwoch, Ressourcentag, und das Enneagramm ist im Grunde genommen eine der Ressourcen, wenn du so willst, die mich schon ewig lange, seit über 30 Jahren begleiten. Mit Anfang 20 habe ich das Enneagramm gelesen von Richard Rohr damals, aber es gibt eine unglaubliche Menge von Enneagramm-Büchern. Richard Rohr ist ja nicht der Einzige. Das hier ist von Richard Rohr. Es gibt eins von Helen Palmer. Enneagramm für Strategieentwicklung. Das heitere Enneagramm. Das humorvolle. Das spirituelle Enneagramm. Enneagramm Transformations. Das Jesus-Enneagramm. Es gibt ein Enneagramm mit Tieren. Also bla bla bla. Alles Mögliche. Und es gibt irre viel Enneagramm-Kurse und es gibt, glaube ich, auch auf YouTube hier ganz, ganz viel Enneagramm-Sachen, sodass ich nicht einsteigen will vertieft ins Enneagramm, sondern ich will dir einmal hier sagen, worum das geht, für all diejenigen, die das Enneagramm noch gar nicht kennen und denken so, ja, vielleicht könnte ich mich damit beschäftigen. Ich nehme mal dieses hier, da ist, glaube ich, eine ganz gute Abbildung drin. Das Enneagramm ist ein Persönlichkeitsmodell. Es beschreibt, also Ennea heißt 9, Gramm heißt Buchstabe oder Zahl, irgendwas in der Art, es bezeichnet 9 Typen, 9 Buchstaben, die einfach von 1 bis 9 wertfrei durchnummeriert sind und die ganz unterschiedliche Typen von Menschen zeigen. Der Hauptkritikpunkt am Enneagramm ist immer der, dass es Schubladendenken sei, dass damit mit diesen 9 Typen die Leute dann oder Menschen irgendwie ihre Individualität beraubt wären und nur noch Nummern seien. Und das ist ungefähr so falsch, wie wenn du sagen würdest, du teilst Bäume ein in Laub- und Nadelbäume und Kiefern und Fichten und weiß ich nicht, in verschiedene Typen von Nadelbäumen, als würdest du sie damit ihrer Individualität berauben, was ja nicht stimmt, weil eine Kiefer in der Lüneburger Heide auf dem Sandboden ist ein ganz anderer Baum als eine Kiefer irgendwo in den Bergen. Und dann kommt nochmal dazu, dass du ganz unterschiedliche Beziehungen zu diesen Bäumen haben kannst und trotzdem kannst du sowohl in der Heide als auch in den Bergen sagen, das da ist eine Kiefer. Und das da gegenüber ist eine Fichte, unterschiedliche Arten von Bäumen. Und so ähnlich funktioniert das mit diesem Persönlichkeitsmodell auch, dass es schlicht und einfach so Grundströmungen beschreibt, 9 Stück, aus denen sich dann bestimmte Typen entwickeln. Und dann ist es so, dass bei jedem von diesem Typ, also Typ 1, Typ 2, Typ 3, die werden wirklich einfach nur so nach Nummern benannt, dass es da so eine Spannbreite, Entwicklungsspannbreite innerhalb des Typus gibt. Also es gibt sozusagen so eine ganz infantile, regressive, unerlöst wird das manchmal genannt, Art von Typus. Und dann gibt es eine Entwicklung innerhalb des Typus hin zu was Gutem, Wahrem, Schönem, Erlösten, wie immer die Worte da in den verschiedenen Schulen sein mögen. Ja, also das ist eine große Spannbreite innerhalb von einem Typ. Nehmen wir irgendein Beispiel, Typ 1 gleich. Typ 1 gilt so jemand, der nach dem Perfekten strebt, nach der perfekten Welt. Und in einem guten Modus, in einem erlösten Zustand ist das jemand, der Reformation anschiebt, der beiträgt zum Guten, der ein Idealist ist und Ideale vor Augen hat. In einem negativen Zustand verliert er sich in diesem Perfekten, geht gegen alles Unperfekte an, wird so ein kleinkarierter Korinthenkacker, Erbsenzähler, total ungnädig mit allem, was nicht perfekt ist und kriegt eine irre Wut auf sich selber und alle anderen. Also das ist so eine Spannbreite bei 1. Und dann ist es so, dass jeder Typ so ein bisschen was von seinem Nachbartypen hat. Also 1 hat ein bisschen was von der 2 und ein bisschen was von der 9. Und es gibt diese Verbindung hier innerhalb des Enneagramms, wo sehr viel Dynamik ist. Also das ist eine
Persönlichkeitsmodell, wo, glaube ich, sehr, sehr viel Weisheit drin steckt und wo man ganz viel über sich selber lernen kann. Ich selber bin Typ 8 und die gelten grundsätzlich eher so als Machtmenschen, die gerne Boss sein wollen, die stark sein wollen, stark sein müssen und das immer nach außen demonstrieren, wie toll und wie stark sie sind. Also Typen, die sehr bossy sind und alle anderen dominieren müssen, wenn sie in diesem unerlösten Zustand sind. Und wenn das aber in was Heilsames übergeht, diese Macht, diese Stärke, die sie haben, auch innere Stärke, einsetzen für Schwächere, dann können sie sowas wie Freiheitskämpfer werden, obwohl ich da, glaube ich, noch weit entfernt bin. Wie auch immer, ist es so, dass dieses Enneagramm dir total gut helfen kann, wenn du dein Muster entdeckst, dass du merkst, was dich triggert, was dich antreibt, was ganz viele von deinen Dingen, wie du lebst, wie du Beziehungen führst, wie du mit anderen in Kontakt kommst, wie du zurückweist, wie du Geschäfte angehst, wie du die Welt siehst, wie du Spiritualität siehst. All das hat mit deinem Enneagrammmuster zu tun. Und von daher kann ich das sehr empfehlen und sagen, das Enneagramm ist wirklich, glaube ich, eins der sehr hilfreichen Persönlichkeitsmodelle, vor allen Dingen, wenn es dir um Spiritualität geht, weil das eine Qualität ist, die damit eingeflochten ist. Und ich schiebe das, wie gesagt, hier rein, weil das ist mir so tief drin und so selbstverständlich, dass ich denke, das weiß jeder. Ja? Die Leute, denen ich so begegne, die kennen das Enneagramm. Aber als ich jetzt irgendwie nachdachte, dass ich auf dem Enneagramm aufbauen, was erzählen möchte, was mit diesem Wounded Healer zu tun hat, dass ich das hier auf diesem Kanal noch gar nicht vorgestellt habe, weil das vielleicht so lange schon im Repertoire ist und bei Richard Rohr auch, dass ich da gar nicht auf die Idee gekommen bin. Also heute eine Empfehlung, wenn du das Enneagramm noch nicht kennst, besorg dir ein Enneagrammbuch. Ich kann sehr empfehlen, das von Richard Rohr. Und bei all denen, ich habe so viele Enneagrammbücher, ich habe Meta-Enneagrammbücher, aber das von Richard habe ich heute ausgerechnet nicht gefunden. Das verlinke ich unten. Und es gibt ein zweites, das Enneagramm unserer Beziehung heißt das, glaube ich, habe ich auch verliehen. Die beiden verlinke ich unten. Das sind meine Top-Empfehlungen, wenn du mit dem Enneagramm lesemäßig anfangen willst oder such dir auf YouTube was oder mach im Internet irgendwie so einen Enneagramm-Test, dass du dich mal da annähern kannst, mit beschäftigen kannst. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder am Freitag und da erzähle ich ein bisschen was, wie das heute aktuell bei mir und bei anderen arbeitet.